guys, Psycho here, and today I'm going to do a new gameplay commentary. Oh yes, man. Whew. Nicht in Englisch. So, und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem weiteren Halo 3 Gameplay Commentary, mal wieder ganz klassisch hier am Start. Wir spielen ein bisschen Team Slayer in der Spielliste Multiteam auf Pit. Und jetzt erstmal mit dem Rocket failen. Mann, aber trotzdem, der eine hätte eigentlich trotzdem sterben müssen. Sehr ärgerlich. Naja, egal, ist ein ganz nettes Gameplay. Am Anfang sterbe ich hier ein bisschen öfter, aber später wird das eigentlich ganz nett, ne? Okay, ja, ein bisschen Halo 3 ist, denke ich mal, immer nett. Genau. Ich hatte ja in dem Commentary, was ich vor jetzt über zwei Wochen, fast drei Wochen schon gemacht habe, ja gesagt, ja, es werden ja mehr, werden dann einmal die Woche wird mindestens Live-Commentary wahrscheinlich kommen und so. Leute, das wird nicht funktionieren und das funktioniert auch nicht. Ich hatte erwartet, dass Psycho Games TV, wo ich jetzt primär aktiv bin, wer es noch nicht weiß, kann gerne vorbeischauen, aber ich sag da auch gleich nochmal was zu. Ja, wo ich jetzt primär aktiv bin, ja, jetzt wahrscheinlich oder eigentlich mein primäres Augenmerk drauf liegen wird, wo ich jetzt meine primäre YouTube-Energie reinstecken werde. Das tue ich natürlich auch, aber ist das doch noch mehr Arbeit, als ich erwartet hatte. Ich habe schon gedacht, das wird verdammt viel Arbeit. Allerdings ist es noch mehr Arbeit, vor allem wegen dem Hochladen und ja, da habe ich einfach keine Zeit mehr, dann hier noch großartig Videos hochzuladen, ja. Und ich hatte dann noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der Quert hier vielleicht mal jetzt ein bisschen mehr wieder macht. Aber ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Also zu erwarten. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie. Der macht sehr selten Videos. Und das ist sehr seltsam, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber okay, ist ja auch egal. Er macht halt selten Videos und ja, weil er keine Lust hat, weil er keine Zeit hat. Ich schätze eher keine Lust und deswegen sagt, ja, die Videos werden dann nicht so gut und blablablab, ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist ja aber jetzt auch gar nicht das Thema. So, und ja, deswegen kommt jetzt nicht so viel und deswegen tragen wir dann mit dazu bei, dass die Halo-Community auf YouTube ausstirbt, beziehungsweise sehr verkleinert wird. Was ich eigentlich extrem schade finde, dass da so wenig los ist. Ich meine, wenn jetzt nur wir hier weniger bringen würden, dann wäre das ja, denke ich mal, verkraftbar. Zumindest für die meisten. Wenn nicht sogar für alle, weil, mein Gott, würden wir halt jetzt nicht mehr so viele Halo-Videos machen, aber okay. Ja, aber so allgemein in Deutschland, ne, da machen jetzt irgendwie nicht mehr so viele Halo-Videos. Also der Agi macht jetzt wieder öfters Halo-Videos, habe ich gesehen. Und ja, sonst, selbst GGC macht jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Beziehungsweise Snipemare, der da, soweit ich weiß, der einzige ist, der da noch richtig krass aktiv ist. So im Verhältnis. Das heißt, da ist wenig los. Ja, und in der englischsprachigen Community ist ja auch nicht mehr so viel los, ne? Ich meine, Walshy, hallo? Walshy, FB Walshy for the win. Hallo? Der, da kommt nicht mehr, da kommt fast gar nichts mehr. Eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen blöd. So was, Naked Eli macht noch ab und zu was, aber Bravo macht auch nichts mehr. Gut, bei Bravo, ne, er arbeitet halt bei 343, da macht er natürlich keine YouTube-Videos mehr. Aber so, also, prinzipiell, bisschen schade. Aber gut, ist ja auch egal. Genau, also ich werde es nicht schaffen, jede Woche ein Live-Commentary zu machen, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Ich weiß nicht, wie oft ich hier Videos machen kann, ob ich überhaupt noch wirklich oft Videos machen kann. Vielleicht schaffe ich es auch nur einmal im Monat. Ich habe keine Ahnung, weil Psycho Games TV ist verdammt viel Arbeit. Und dann will ich auch noch bei Busy Designs was machen. Und German Halo Nation habe ich ja auch kaum keine Zeit mehr für. Ich bin dann noch so, wie gesagt, habe ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt. Sage ich dann nur noch so, wenn die da Ideen und so vorschlagen und was weiß ich, sage ich da zu, was ich davon halte. Und das war's. Weil ich denke mal, schon jetzt nicht irgendwie. Keine Ahnung, ich habe halt lange was für die Halo-Community gemacht und behaupte auch, dass ich mir, was die deutsche Halo-Community zumindest momentan angeht, einen Platz, einen Namen gemacht habe. Ich mag nicht jeder, glaube ich, beziehungsweise manche denken aber, was sind das für Randoms? Aber viele haben schon mal meinen Namen gehört, was jetzt nicht irgendwie heißen soll. Alle? Nein, bei weitem nicht, aber einige und das finde ich schon ganz cool. Aber gut, gibt ja auch noch deutlich größere inzwischen und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, die Zeit für Halo, auch was YouTube angeht, ist für mich vorbei. Natürlich spiele ich immer noch gerne und öfters Halo, aber
Ja, auf YouTube ist mir das, wie gesagt, einfach zu eingeschränkt. Was auch immer. Und ja, Psycho Games TV, ich wollte nochmal wissen, warum denn im Verhältnis so wenig Leute ja, dahin gekommen sind, warum so wenig Leute Interesse daran haben. Weil vielleicht hat das ja auch einfach irgendeinen Grund, der ja jetzt, ja, beziehungsweise es ist irgendwas, was sie nervt, was ich jetzt verbessern könnte in der Hinsicht. Ja? Das würde mich schon interessieren, weil ich meine, denkt ihr jetzt einfach, ja, es war cool, als du Halo-Videos gemacht hast, aber wenn du jetzt einen Multigaming-Kanal machst, dann ist das jetzt nichts Besonderes mehr und warum habt ihr keinen Bock drauf? Beziehungsweise weniger Leute haben Bock drauf. Ich meine, momentan, jetzt gerade wo ich das Commentary mache, ihr werdet es wahrscheinlich so Ende der Woche sehen, Mitte der Woche, Ende der Woche, je nachdem, habe ich 70 Abonnenten auf Psycho Games TV und wir haben 1250 Abonnenten oder so, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, keine Ahnung, und kriegen durchschnittlich so 400 Views. Jetzt nicht instant, sondern halt nach ein paar Tagen haben wir so auf dem Video normalerweise um die 400 Views. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, so ungefähr aber schon. Wenn man jetzt das mal bedenkt, dann, ne, ich meine, boah, hier habe ich mich übrigens, das muss ich jetzt kurz noch sagen, dass ich den nicht, das wäre so ein cooler Triple gewesen, oder? Also ich fand schon, einen so weggequickscoped und bam und Triple und voll fresh. Naja, egal, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, warum euch das nicht so hat euch das nicht angemacht? Woran liegt's? Ich meine, genau, Durchschnitt 400 Views und ich habe da 70 Abonnenten. Ich meine, ist ja nicht mal ein Viertel. Ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Drittel der Leute schon sagt, ja, doch, kann man mitkommen, kann man machen, ja. Aber das war jetzt nicht der Fall, was irgendwie ein bisschen schade ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch irgendeinen Grund und dann sagt ihr mir jetzt und denke ich, oh ja, stimmt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Weil ich denke, ich habe mir schon Mühe gegeben, mir mal ein paar coole Ideen auszudenken. Natürlich kann man jetzt nicht das Rad direkt neu erfinden, das ist klar. Und ich habe auch auf manche Sachen einfach nur Lust. Ja. Klar, ne? Kann man jetzt, wie gesagt, nicht sagen, ja, ich mache das und das und das, das hast du noch nie gegeben. 30 neue Formate, die es noch nie gab und alles, das ist unmöglich. Ja, woran liegt's? Ist jetzt eigentlich der Inhalt, den ich jetzt in den letzten 3 Minuten vermitteln wollte. Beziehungsweise die Frage, die ich euch fragen wollte. Naja. Sonst so, ja. Bei mir ist alles klar, ne? Bei euch so, ne? Naja, die Community ein bisschen tote Hose, ein bisschen schade. Ich hoffe, dass da wieder ein bisschen frischer Wind kommt. Jetzt nicht durch mich, aber durch andere. Denn. Ja, ich denke mal, es gibt genug und da ist jetzt nicht wirklich nicht mehr so viel los. Bisschen echt ein bisschen schade. Aber gut, ja. Genau. Und wenn ihr von Psycho Games TV natürlich noch nichts mitbekommen habt, ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen auf die Nerven geht, aber Leute, es ist mir verdammt wichtig und es ist verdammt viel Arbeit und ich möchte da wirklich auch ein bisschen was, ja, mit tun, mit reisen, mitmachen, mit was weiß ich. Und deswegen, ja, spam mich da ein bisschen rum. Genau. Ihr könnt Psycho Games TV natürlich auch auf Facebook und Twitter finden. Beziehungsweise meinen Account auf Facebook adden. Ja, wenn ihr mir da Nachrichten schreibt, werde ich da auch immer antworten. Ja, also, ich meine, warum sollte ich nicht? Ist jetzt nicht so, dass ich 30 Millionen Nachrichten am Tag bekomme und dann keine Zeit habe, auf alles zu antworten. Bei weitem nicht. Bei Psycho Games TV kriege ich relativ wenig Feedback noch, was sehr schade ist. Ja, klingt alles vielleicht ein bisschen blöd, ja, und ihr fragt euch jetzt sicherlich, hey, warum, nein, wie, was, zu Bewerbung, aber ich finde, ich möchte wirklich, dass hier keiner Chance verpasst und mich interessiert halt wirklich, warum ihr da keinen Bock drauf habt, ja? Und das wäre sehr nett, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet und ja, genau, Halo 3 Gameplay, yeah, endlich mal wieder ein bisschen Halo 3, bam. Ja, Halo 3. Keine Ahnung, mir macht es immer noch Spaß. Ich finde, Halo 3 ist einfach immer noch die Perfektion der Halo-Formel. Nämlich, es vereint Competitive Gaming mit dem Gaming hier, was ich jetzt gerade betreibe, Noobs abschlachten. Nenne ich das gerne, weil, ja, keine Ahnung, ich habe
Man sagt manchmal auch echt gern, hey, ich habe jetzt einfach Bock, gegen ein paar Noobs zu spielen, ein bisschen Noobs abschlachten. Spielt man Multiteam, spielt man allgemein Social, denn da ist die Wahrscheinlichkeit halt in Halo 3 viel höher, dass man Noobs findet. Ja, natürlich kann man auch in Social gut Spieler finden, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt viel geringer als in Ranked. Und wenn ich Competitive spielen will, spiele ich Ranked. Ja? Und wenn ich Fun-Modi spielen will, habe ich tausende Modis im Custom-Game. Ich habe die Forge, um Competitive-Maps zu bauen. Ich habe die Forge, um Fun-Maps zu bauen. Ja, ich kann richtig viel machen in Halo 3 und das finde ich aber die Perfektion von allem. Ja, natürlich gab es in Halo 2, war das Gameplay noch ein bisschen cooler, ne? Und solche Sachen. Aber so ganz allgemein, es verbindet einfach alles so in gewisser Weise perfekt. Und ja, natürlich, Nostalgie spielt auch noch eine Rolle, aber gut. Ja, genau. Wenn ihr noch nicht Psycho Games TV ausgecheckt habt, macht das doch bitte. Würde mich sehr freuen. Und ja, wie gesagt, ich werde es nicht schaffen, andere Videos zu machen. Ich werde natürlich versuchen, ab und an noch was zu machen, aber ich kann echt nicht sagen, wie oft das sein wird. Vielleicht wird es einmal im Monat sein, vielleicht wird es auch nur einmal alle 2 Monate sein, vielleicht wird es auch... Ich weiß nicht, das kommt auch ganz drauf an. Ich meine, ich hatte jetzt letztens auch noch Klausurenphase und alles kam dann auch noch dazu. Und generell, man hat halt einfach viel zu wenig Zeit heutzutage für alles und immer weniger Zeit. Vielleicht schiebe ich jetzt noch ein Gameplay ein, weil ich will eigentlich noch ein bisschen was erzählen, so über Zeit und so. Man hat einfach viel zu wenig Zeit für alles. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, was ich eigentlich noch alles tun will. Ich will noch tausende von Filmen sehen, ich will noch einige Serien sehen, ich will noch Games zocken, ja, ich will noch so viel in dem Bereich machen, ich will auch noch ein paar Bücher lesen, ich will auch noch dies machen, Medien konsumieren einfach, ja, da guckt man noch YouTube-Videos, ja, das ist allein schon in dem Bereich verdammt viel Zeit, die man investieren will, aber nicht hat, ja, und dann will man natürlich sich auch noch mit seinen Freunden treffen und seine sozialen Kontakte pflegen und das sollte man immer tun, denn das ist das Heiligste auf der Welt. Ja, soziale Kontakte, sei es Familie, sei es Freund, seien es Freunde, seien es die Freundin, sei es sonst wer. Immer, immer soziale Kontakte pflegen. Das ist das Wichtigste überhaupt, steht über allem. So, dann gibt es natürlich noch Schule und das ist verdammt viel Stress. Dann kommt man erst um 6 Uhr oder 5:30 nach Hause öfters. Und ja, boah, wobei in letzter Zeit bei mir extrem viel ausgefallen ist. Das war eigentlich ganz cool. Yeah. Naja. Der Winter ist auch bald vorbei, dann werden die Leute weniger krank sein und dann, ne? Hm. Naja, ziemlich viel Zeit, die man gerne haben würde und ich hatte eigentlich, müssten die Tage so viel länger sein, so dreimal so lang oder sowas. Ja. Sind sie aber leider nicht und man müsste viel weniger Schlaf benötigen. Aber man benötigt halt mindestens so 7-8 Stunden Schlaf, damit man halbwegs, was vom Tag mitbekommt, sag ich mal. Und das alles sehr schwierig. Und ich hoffe doch, ja, keine Ahnung, das ist alles so. Dann will man, auch will ich natürlich auch noch so YouTube-Videos machen und das ist dann, halte ich mir quasi freiwillig noch mehr Arbeit auf, weil es gibt ja auch einfach ganz viele Leute, ich meine, die gehen zur Schule, machen ein bisschen was für die Schule, treffen sich mit ihren Freunden, machen sonst nichts. Die haben nicht großartig Hobbys, klar, jeder geht mal vielleicht in den Sportverein und macht dies. Doch einige Leute, die einfach nicht viel machen und dann, ja, und ich habe halt viel zu tun, ne, und dann mache ich ja auch noch Musik und dann, ne, gut, wobei ich das natürlich reduziert habe, aber trotzdem ist es immer noch da und ich mache es auch immer noch, ich will es auch nicht liegen lassen, komplett liegen lassen und das, boah, stressig, das Leben, stressig. Ja, und wenn, keine Ahnung, so verpeilt durchs Leben gehen, das kann ich aber einfach nicht mehr, weil ich dadurch viel zu viel Zeit verliere, die ich eigentlich so gerne investieren möchte in Dinge. Und deswegen muss man auch so ein bisschen planen und gucken, was macht man wann, wann hat man wofür Zeit und wie macht man das. Natürlich ist das auch wieder so, Spontanität hat auch seine Vorteile und so, aber Spontanität und Verplantheit sind für mich auch zwei andere Dinge. Spontanität ist in dem Sinne halt einfach nur positiv, weil wenn du jetzt samstags nichts vorhast, dann ruft jemand an und fragt, hey, soll was machen? Sagst du, ja, klar. Und dann macht man was. Das ist Spontanität, positiv. Ja, Verplantheit ist, wenn man, keine Ahnung, vergisst, dass man heute einen Arzttermin hat. Und dann einem auffällt, fuck, ich habe einen Arzttermin. Und dann, bam, verkackt. Ja? Solche Sachen. Boah, ja, ich
Ich weiß gar nicht, ob euch das so interessiert und ob die meisten jetzt nicht schon abgeschaltet haben, aber ich, es ist halt schwierig alles. Und deswegen, ja. So, oh Gott, jetzt wirft jemand den Staubsauger an. Ich glaube, ich sollte es beenden, weil ihr hört es vielleicht. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und man hat einfach viel zu wenig Zeit, vor allem für 3 YouTube-Channels oder 4 habe ich einfach null Zeit. Ja, vor allem, weil Sekiro Games TV so verdammt viel Arbeit ist. Und ja, German Halo Nation mit den bunten Busy Designs, ne, kann ich jetzt auch nicht andauernd editieren, so wie der Bullet, der sich jetzt primär aufs Editieren konzentriert, was ja auch eigentlich ziemlich cool ist und so, aber das ist, kann ich halt auch einfach nicht, ja, weil ich möchte halt auch auf andere Art und Weise entertainen und ja, und Psycho 18 ist dann wieder so eingeschlossen auf Halo und das kann auch, ist auch einfach nicht mehr mein primäres Ziel und dann muss das halt sekundär sein. Sehr sekundär sogar, weil ich halt hier jetzt nicht mehr so viel bringen werde. Das heißt, wenn ihr mich einfach verfolgen wollt, ne, Psycho Games TV ist die richtige Adresse. Und zum 30.000 Mal, 30.000. Mal Werbung gemacht. So, da ich auch ein bisschen erkältet bin und ihr das vielleicht so gehört und ich jetzt, ja, genug gelabert habe, 16 Minuten, werde ich dieses Video hier jetzt beenden. Und hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. War jetzt mehr halt einfach Info und was weiß ich, Zeug, damit ihr euch nicht wundert. Und nochmal ein bisschen die Frage, die ihr bitte in den Kommentaren beantwortet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Warum ihr denn jetzt nicht so gerne bei Sago Games TV vorbeigeschaut habt oder warum ihr überhaupt nicht vorbeigeschaut habt oder warum es euch gar nicht interessiert. Warum ihr nicht subscribed habt. Ja, nein, aber ne, warum auch immer. Ich meine, hat ja bestimmt Gründe. Ja, genau. Sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, was jetzt ein bisschen länger dauern könnte, aber egal, bis zum nächsten Mal, tschaußen.